Himmlischer Vater, im Namen Jesu komme ich vor deinen Thron. Ich bekenne, dass ich dein Kind bin und dass Jesus mein Retter und Erlöser ist. Durch das Blut von Jesus bin ich aus der Hand des Teufels errettet. Himmlischer Vater, ich komme zu dir, weil ich mich von Bruno Gröning und dem Bruno Gröning Freundeskreis lossagen will. Bitte, Heiliger Geist, komm und übernimm du die Führung. Bitte, hilf mir, alles loszulassen, was damit im Zusammenhang steht. Hilf mir auch, zu vergeben und Vergebung zu empfangen. Vater im Himmel, vergib mir, dass ich mich darauf eingelassen habe und geglaubt habe, etwas Gutes zu tun. Vergib mir, dass ich geglaubt habe, dass Heilung durch Bruno Gröning geschieht, dass Heilung durch den göttlichen Heilstrom geschieht, dass du, Vater, Bruno Gröning den Auftrag gegeben hast, als Vermittler zwischen dir und den Menschen zu fungieren und dass ich geglaubt habe, dass ich mich auf etwas Göttliches einlasse. Gott, vergib mir, dass ich geglaubt habe, wenn ich ein Bild von Bruno auf eine Wunde lege, dass dadurch Heilung geschieht. Vergib mir bitte, dass ich geglaubt habe, dass ich geschützt bin, wenn ich Bilder von Bruno in meinem Auto, in meiner Wohnung, unter dem Kopfkissen, im Schuh habe. Vergib mir bitte diesen Götzendienst. Vergib mir, dass ich geglaubt habe, dass die Lehre von Bruno Gröning mich zu dir bringt, himmlischer Vater. Dass ich geglaubt habe, Bruno wurde von dir eingesetzt, um uns zu helfen. Vergib mir, dass ich dadurch das Erlösungswerk von deinem Sohn Jesus Christus herabgewürdigt habe. Vergib mir, dass ich mehr auf den Menschen Bruno Gröning vertraut und geschaut habe als auf dich. Vergib mir, dass ich nicht erkannt habe, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, alle Krankheiten von uns am Kreuz auf sich genommen hat und dafür mit seinem kostbaren Blut bezahlt hat und uns dadurch die Heilung schenkt. Vergib mir, dass ich geglaubt habe, dass Bruno Gröning an den Heilungen beteiligt ist. Hiermit löse ich in Jesu mächtigem Namen alle Hoffnungen, Erwartungen, Wünsche und Vorstellungen, die ich in Bezug auf die Heilwirkungen von der Lehre von Bruno Gröning habe und hatte, jetzt vollkommen zu 100% auf. Himmlischer Vater, bitte vergib mir, dass ich mich für den sogenannten göttlichen Heilstrom von Bruno Gröning geöffnet habe und dass er durch mich hindurchfließen durfte. Und dass er durch mich wirken sollte. Vater, vergib mir, dass ich diese Energie über dich gestellt habe. Vergib mir, dass ich mehr an den göttlichen Heilstrom als an dich geglaubt habe. Herr, vergib mir jegliches Aufnehmen dieser Energie. Vergib mir bitte, dass ich der Lehre von Bruno Gröning mehr Bedeutung gegeben habe, als deinem lebendigen Wort der Bibel. Bitte Gott, vergib mir diesen Götzendienst. Es tut mir leid, dass ich mich darauf eingelassen habe. Bitte vergib mir, dass ich Bruno Gröning höher als dich, Jesus, gestellt habe. Bitte vergib mir, Jesus, dass ich dadurch dein Erlösungswerk ignoriert habe. Jesus, danke, dass du dein kostbares Blut für mich gegeben hast. Bitte Gott, vergib mir, dass ich Bruno Gröning weiterempfohlen, diese Irrlehre weiter verbreitet und gelehrt habe. Vergib mir, dass ich meinen Kindern in diese Lehre eingeführt habe.
Ich bitte jetzt alle Personen um Vergebung, denen ich die Lehre, den Freundeskreis, nahegebracht habe. Ich vergebe allen, die mir den Freundeskreis empfohlen haben. In Jesu mächtigem Namen durchtrenne ich jetzt alle Bruno-Gröning-Verbindungen zu allen Personen, mit denen ich zu tun hatte. Hiermit durchtrenne ich in Jesu mächtigem Namen alle Verbindungen zu meinen Gemeinschaftsleitern, engen Kreisleitern, Regionalleitern und Weltgebietsleitern. Ich vergebe ihnen, dass sie mir diese Lügen als Wahrheit vermittelt haben. Ich vergebe mir, dass ich diesen Lügen geglaubt habe. Ich vergebe mir, dass ich diese Irrlehre weiterempfohlen habe. Bitte Gott, vergib mir, dass ich diese Lehre als Wahrheit angenommen habe und danach gehandelt habe. Gott, ich bitte dich jetzt, mich von allen Unwahrheiten und von allen Auswirkungen und Manifestationen dieser Lügen zu befreien. Hiermit löse ich mich in Jesu mächtigen Namen von allen nichtgöttlichen, bewussten und unbewussten Verträgen, Gelübden, Versprechen und Vereinbarungen. Alle Schwüre und Eide, die ich hinsichtlich dem Freundeskreis Bruno Gröning Freunden gemacht habe, sind ab sofort ungültig. Bitte Gott, stelle jetzt die göttliche Ordnung zwischen mir und allen Personen, mit denen ich durch den Freundeskreis verbunden war, wieder her. Hiermit durchbreche ich in Jesu mächtigen Namen alle Flüche und Verwünschungen, die durch den Freundeskreis auf mich gekommen sind. Bitte Gott, vergib auch mir alle gedachten und ausgesprochenen Prophetien, Verwünschungen und Flüche, die ich durch diesen falschen Geist in die Welt und auf Personen gebracht habe. Danke, Vater. Ich erkläre jetzt in Jesu mächtigem Namen alle Einführungen, Regelungen, Heilstromerlebnisse für null und nichtig. Sie haben keine Gültigkeit mehr in meinem Leben. Ich stehe ab sofort für diese Energie nicht mehr zur Verfügung. Diese Energien haben ab sofort in Jesu mächtigem Namen keine Kraft, keine Wirkung, keine Gültigkeit mehr. Bitte Gott, befreie, heile, reinige mich. Geistig, seelisch, körperlich, jetzt von allen Auswirkungen dieser satanischen Energie. Ich löse und trenne mich jetzt auch von aller Freundeskreismusik. Herr, ich bitte dich, meine Seele, meinen Körper, meinen Geist, vor allem mein Herz und meine Ohren davon zu reinigen. Danke Gott, dass du das jetzt tust. Bitte, Heiliger Geist, fülle du den frei gewordenen Platz. Ich befehle jetzt in Jesu mächtigem Namen den Geistern der Lüge, der Kontrolle, der Selbsterlösung, der Verblendung, des Stolzes, der Rebellion, der Selbstdarstellung, der Verdrehung und der Besserwisserei, mich ein für allemal zu verlassen. Denn wo das Licht ist, muss die Finsternis weichen. Und sie weicht jetzt. Denn du, Jesus, du bist das Licht. Ich bin geheiligt, gereinigt und gerecht gesprochen durch das Blut von Jesus Christus. Du hast mich teuer erkauft. Danke, Jesus. Du bist mein Herr, nur du. Herr, ich bitte dich jetzt im Namen Jesu, berühre du die Herzen von allen Menschen, mit denen ich durch den Bruno Gröning Freundeskreis verbunden war. Befreie sie von dieser Irrlehre und diesem Götzendienst. Bitte ziehe sie zu dir hin, offenbare ihnen die Wahrheit. Lass sie erkennen, dass nur du, Jesus, der Weg, die Wahrheit
und das ewige Leben bist. Gott, ich befehle sie dir an. Jetzt, bitte erfülle sie mit deiner Liebe und deiner Gnade. Ich bitte dich, Gott, deaktiviere bei allen Beteiligten jegliche Wirkungen, Einwirkungen und Auswirkungen von dem satanischen Heilstrom. Bitte stelle die vollkommene göttliche Ordnung bei ihnen und bei mir wieder her. Danke, Jesus. Stellvertretend bitte ich für meine Kinder um Vergebung und Wiederherstellung deiner Schöpfungsordnung. Danke, Herr, dass du meine Kinder jetzt vollkommen frei machst. Herr, danke, dass ich mit allem zu dir kommen darf. Danke, dass du mich in die Wahrheit führst. Danke, dass du mich frei machst. Ich danke dir für meine Befreiung und bitte dich jetzt, dass du jeden Fluch in Segen verwandelst. Ich lade jetzt den Heiligen Geist ein, die frei gewordenen Räume in mir zu füllen. Bitte, Heiliger Geist, nimm Raum in mir ein. Danke, dass du das jetzt tust. Himmlischer Vater, lehre mich, durch deinen Heiligen Geist ein Leben zu führen, das dir gefällt. Danke, dass du ein großer Gott bist, der seine Zusagen hält. Danke, dass du mich liebst. Dir alle Ehre. Amen.